Und damit ein allerherzlichstes Willkommen zurück bei Let's Drive. Ja, wohl eher. Passt ein bisschen besser als Let's Play. Let's Play kennen wir ja alle. Nein, ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed Rivals. Ja, ich komme frisch aus Photoshop und Sony Vegas, hab ein bisschen gerendert, hab ein bisschen Thumbnails erstellt für dieses Spiel. Ja, und nehme jetzt direkt weiter auf hier für euch. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt einmal in die Personalisierung, da wir ein bisschen Speedpoints hier haben. 41.744 haben wir schon. Hört sich viel an, aber wir werden mal sehen. Felgen haben wir alle schon, lackiert Streifen. Was haben wir denn hier noch? Nummernschild. Das wollen wir uns ja alles hier nicht entgehen lassen. Aber ne, ja, ich sag mal so. Ah. Das geht noch. Das ist mir schon wieder zu bunt. Das ist ziemlich cool. Rockport. Was? WTF? Olympic City Bayview? Ach, wie fett ist das denn? Sunshine Fairhaven? Ach, wie geil. Ja, das sind die Orte aus den Tri-City Bay. Palmont City. Das sind die Orte aus den anderen Need for Speed-Teilen. Zum Beispiel Rockport war bei Need for Speed Most Wanted 2005. Weiß nicht, warum nur 2006 steht. So, Nummernschild, Text. Nehmen wir, was können wir denn da? Da muss ich mal eben auf Tastatur. Ghost ist ja auch irgendwie langweilig, ne? Gehen wir einfach mal LPR ein. Ja, gut. Ist ja auch recht langweilig, aber egal. Folien und Lackierung. Blurred Lines. Alter. Das sieht mega fett aus, finde ich. Kann man das nicht irgendwie angucken hier? Dass man das irgendwie mal. Oh, fuck. Ach, ist doch jetzt ein Witz, oder? Der ist ja jetzt nicht ganz weggegangen. Scheiße. Naja, nochmal. Folien und Lackierung war das, ja? Das sieht ziemlich fett aus, eigentlich. Aber andererseits. Was haben wir denn bei Decals? Oh, naja. Ist ja nicht so meins. Aber wir können die Farben und so ändern, das ist schon mal ganz gut. Zahlen haben wir auch noch. Chinesische Zeichen haben wir hier noch. Und das Ghost-Symbol. Nicht schlecht. Und was sonst so was? Ah, wir haben hier auch noch. Ach, guck mal. Aha. Ein paar Hersteller. Herstellerembleme. Da haben wir schon einige drin. Aber die gefallen mir alle gar nicht mal so gut. Muss ich ehrlich zugeben. Also da gibt es schönere. Eibach Springs. Recaro. Falken. Enkei. Jetzt kamen die ganzen Flaggen. Ja, okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, eigentlich hier mit dem Eibach, finde ich, oder? Oder ist das affig? Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. Akzeptieren, ja. Einfach, um mal auszuprobieren. Ach so, dann geht die Scheiße ab. Ja, klasse. Nehmen wir mal den Streifen 02. Ich glaube, es kommt ziemlich geil. Hallo? Wieso kann ich nicht die Farbe jetzt? Ich glaube, schwarz kommt hier am besten. Die Kürze werden übergeklebt. Ja, okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Ist da an der Seite denn noch Eibach? Nee. Wenn ich jetzt wieder die Decals drauf machen will, geht. Ah, das ist ja scheiße. Naja, egal, was soll's. Ich denke, das soll's erstmal wieder gewesen sein. Es sei denn, wir wollen nochmal hier gucken. Vielleicht mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen hier. Boah, geil. Geil, ey, geil. Ja, weiß ist schon mega fett, ne? Wir bleiben beim Weiß. Ich finde Weiß einfach geil. Weiß ist eine geile Farbe. Leistungsupgrades. Ganz wichtig. Wir haben ja noch 38.000. Da müssen wir mal ein bisschen Kontrolle. Beschleunigung. Höchstgeschwindigkeit. Ja, rein da mit dem Scheiß. Zack. Ein bisschen auf Geschwindigkeit. Ich weiß ja auch nicht, wann ich mein nächstes Auto kriege. Also von daher. Wir können ja hier alles einbauen.
Sauber. Dann haben wir da auch schon erstmal. Ah, fuck. Verfolgungstechnologie habe ich ganz vergessen. Slot 1. Ah, 10.000, gerade nur noch so, ey. Elektrostatisches Feld. Ach, jetzt hier kommt hier die ganze Mario Kart-Scheiße. 5.000 Betäubungsmine, Level 1. Turbo. Uiuiui. Da wäre es ja schlauer, wenn ich hier vielleicht die Betäubungsmine Level 1. Betäubungsminen werden hinter deinem Wagen abgesetzt. Kollidiert ein anderes Fahrzeug damit, werden seine elektrischen Systeme überlastet, was zu Schäden und vorübergehendem Kontrollverlust führt. Naja, 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 so klasse ist das ja jetzt auch nicht. Ich glaube, EMP ist viel geiler. Belegen, ja, belegen. Okay. Ich denke, das war's erstmal dafür und dann gehen wir mal raus aus der Garage und fahren ein bisschen, bevor wir hier noch alles totquatschen. Ach ja, erstmal auf die Karte hier. So, was haben wir denn hier? Können wir hier auch irgendwie. Oh, fuck. Ach, Mann. Waren da Gegenspieler oder was war das? Ah, tatsächlich. Da sind die Gegenspieler. Ach, Spieler in der Session. Ach, wie geil. Die sind ja jetzt auch mit von der Partie hier. Rennen, Zeitfahren, Hot Pursuits, das. Ach so, da können wir mit RT und LT können wir hier durchseppen. Durchseppen. Ach, da geht ein Rennen, okay. Und hier? Route festlegen, was ist das? Ist das ein Rennen? Hier ist auch ein Rennen. Da muss man erstmal durchsteigen, das ist gar nicht mal so einfach. Ich will aber gerne mal einfach rausfahren hier. Einfach. Ah. Beim Alldrive mit anderen Spielern erhältst du mehr Speedpoints. Events können auch zusammengespielt werden. Eine neue Art des Spiels. Hilf deinen Freunden oder behindere sie in Cop-Aufgaben oder Racer-Speedlists. Du kannst auch mit Freunden im Need for Speed Network interagieren. Lade es jetzt herunter, um dich über Overwatch mit Freunden zu vergleichen und gegen sie anzutreten. Ja, okay. Danke für die herzhafte und sehr, ja, intensiv beigelegte und gegebene Information. Was laber ich für einen Stuss? Schöner Ladebildschirm übrigens wieder. Aber ganz ehrlich, das stört mich eigentlich gar nicht, diese Ladebildschirme. Da gibt's viel Schlimmeres. Da gibt's viel, viel Schlimmeres. Geil, da sind auch schon Gegenspieler hier in unserer Runde. Wow. Nitro haben wir natürlich schon verbaut hier. Ach, und ich habe ganz vergessen zu sagen, wo wir überhaupt hier spielen. Und wir sind hier auf Redview County. Einer, ja, wie soll man sagen, Insel. Ich denke mal Insel, oder? Kann man Insel sagen? Ja, Map. Eine Karte, die nennt sich. Okay, was war das? Event freigeschaltet bei Rang 16. Okay. Was haben wir denn bei Easy Drive? Spieler. Double A Status? Ne, wir wollen hier aber jetzt erstmal, ne? Singleplayer und so. Nächstes. Ach so. Events da. Zeitfahren, Interceptor. Lichtgeschwindigkeit, roter Bereich. Okay, 1,7 Kilometer bis zum nächsten Event. Beziehungsweise das Event, was wir hier markiert haben. Wow. Haha, genau. Ja, krieg mich doch, krieg mich doch, krieg mich doch. Kriegst mich eh nicht, kriegst mich eh nicht, kriegst mich eh nicht, kriegst mich eh nicht. So, hier Abkürzung rechts hoch. Zack. Bats. So muss das hier aussehen. Alter, wie soll ich denn den abhängen? Wow, das war nicht so geplant. Alter, den werde ich doch niemals los. Ich wollte gerne das Rennen jetzt starten.
The fuck? Ja, Hauptsache Ferrari, Mann. Wieso bin ich in Sichtweite? Ich hab den noch eben abgehängt. Scheiße. Fuck. So, jetzt. Ah, da unten ist das Rennen. Kann ich da irgendwie runter? Kann ich da hier so runter irgendwie? Nee. Scheiße. Na, hier unten rechts komme ich bestimmt gleich irgendwie. Ja, da. So, jetzt sind wir gleich wieder entkommen. Ah, ein Glück. Fuck. Ja, ich finde das immer noch so. Ja, auch entlastend, dass man nicht bei jedem Zusammenstoß mit einem Auto eine verfickte, sorry, dass ich das jetzt so sage, verfickte Crashcam hat. So, Zeitfahren, auf geht's, fahr gegen die Uhr. 2:30 haben wir Gold, wenn wir schaffen, ob wir das hinkriegen. Bin ich mal gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad hier so eingestellt ist. Also wie der Schwierigkeitsgrad sich verhält. Oh, oh. Schön hier durch die Gassen fahren. Einfach alles mitnehmen. Fuck. Wow. Und ich muss echt sagen, das Spiel läuft echt astrein hier bei mir. Keine Einbrüche, gar nichts. Läuft wie geschmiert. Wobei ich bei anderen Usern oder anderen Let's Playern gesehen habe, dass sie echt Schwierigkeit hatten mit dem Aufnehmen, weil das echt viel Leistung braucht. Aber ich muss ehrlich sagen, okay, jetzt geht es gerade ein bisschen runter. Sehe ich gerade, aber jetzt wieder direkt hoch. Hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört, muss ich sagen. Habe ich erst gar nicht gemerkt, erst als ich rechts hochgeguckt habe auf die FPS-Zahl. Also die haben echt Zusammenbrüche gehabt, was ich überhaupt nicht verstehe. Also so richtig, richtige Ruckler. Und ja, ich denke mal, das liegt daran. Also ich will jetzt nicht irgendwie meine Hardware oder so schönreden oder was weiß ich. Aber ich habe ja einen 8-Kerner von AMD. Und ja, viele besitzen ein i7. Das ist ja, so viel ich weiß, ein Quad-Core. Ist halt trotzdem sehr stark. Aber da diese Spiele auch auf der PS4 und Xbox One laufen, die ja 8 Kerne besitzen, glaube ich, dass da die Optimierung jetzt schon zu merken ist. Aber ich will auch nicht zu viel über Hardware-Schnickschnack reden, sondern über Spiel. Und wir haben das Rennen hier gleich geschafft. Wir haben noch 200 Meter zu absolvieren, 100 Meter, und sind jetzt schon wieder im Ziel. Sauber. Ja, locker, ey. Locker. So, was ist hier? Interceptor offen. Ja, okay. Machen wir das doch. Interceptor starten. Entkomme dem Cop. Wo ist denn der Cop? Bam. Was ist das für ein Auto? Ist das ein Ferrari? Das ist ein Ferrari, ja. Geil übrigens, dass Ferrari überhaupt wieder in Need for Speed drin ist. Alter, was für ein geiles Teil. Back to the roots, ja. Also die kleinen Kinder, die Need for Speed Underground als das erste Need for Speed kennen oder dahin priesen. Nein, es gab Need for Speeds, da habt ihr noch in eine Windel geschissen, beziehungsweise wart noch gar nicht da. Need for Speed High Stakes Porsche und hast du nicht gesehen. Ja, und da gab es nur Luxuskarossen. Das heißt nichts mit Tune oder was weiß ich, kein Golf oder was weiß ich im Spiel. Nein, ihr hattet nur Luxuskarossen wie Lamborghini, Porsche, Ferrari, Mercedes. Ja, da war nichts mit Tune. So fing Need for Speed an, meine Freunde. Alter, direkt eine Straßensperre hier. Alter, hör auf. Was ist das denn? EMP-Zielerfassung. Okay, ich denke rechts die Leiste neben dem KMH, beziehungsweise neben dem Drehzahlmesser, ist die Anzeige für unseren Schaden. Bats. 11 von 84 Radarkameras. Ich weiß gar nicht, wie viele Radarkameras waren denn in Most Wanted, in dem letzten Most Wanted. Ich weiß es. Oh nein. Fuck it. Ich glaube, ich bin im letzten Moment um die Kurve gekommen.
und konnte so der EMP-Ziel... Oh, ich habe immer noch Zielerfassung auf mich gerichtet. Ich muss aufpassen. Aber ich glaube, ich entkomme jetzt. Alter, 2 Minuten Zielzeit. WTF. Das schaffe ich doch jetzt nicht. Oder? Komm. Oh, das wird knapp. Das schaffe ich nicht. Nein, das schaffe ich nicht. Fuck it. Ah, okay, wir müssen... Oh, Event neu starten direkt. Weil ich möchte gern Gold hier haben. Muss ich ja ehrlich zugeben. Und ich glaube, das ist auch machbar. Gut, starten wir das Ganze hier nochmal. Hallo Ferrari. So, fahren wir mal gleich hier rechts ab in der Abkürzung. Mal sehen, ob er so gut mitkommt. Ja, kommt er. Scheiße, diese EMP immer. Nein. Oh, komm. Jetzt haben wir einen Heli auch noch hier hinter uns. Beziehungsweise über uns wohl eher. Hinter uns haben wir einen Ferrari. Wow. Und wir haben einen Bonus von mal 6 hier. Oh, und direkt Nagelband oder was war das? Alter. Scheiße, ich will den EMP ausweichen. Ich habe keinen Bock da reinzufahren. Na komm, Bulle, wo bist du? Da. Was? Ach, hör auf. Alter, die brauchen mich hier nur einmal rammen und ich bin weg. Krasse Scheiße. Oh Mann. Das ging aber ziemlich fix hier. Ja, null Speedpoints, ist ja klar. Oh, wir haben mal trotzdem einiges gekriegt. Ach du Kacke, hör auf. Dodge. SRT8. Ja, nice. Was? Ja, da habe ich ja jetzt kläglich versagt. Und ich denke, ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Session wieder, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge bei Let's Play Need for Speed Rivals. Ja, Leute, bis dann. Macht's gut. Ciao.